Hallo und herzlich willkommen wieder bei HT1 und Wissenswertem und Unterhaltsamem aus den Bezirken Braunau, Ried und Schärding. Das Aschbacher Gstanzlsinger hat wieder in bewährter Manier die Besucher begeistert und auch sonst hat sich wieder einiges getan in der Region. Kommen Sie mit auf eine bunte und abwechslungsreiche Reise durch das Innviertel. Das Aschbacher Gstanzlsinger zieht jedes Jahr aufs Neue Tausende von begeisterten Zuschauern an und ist ein guter Boden für ausgezeichnete Gstanzlsänger und hervorragende Musikanten. Mit Humor, Witz und Intelligenz werden die Leute auf niveauvolle Art bestens unterhalten. Genau, und somit ein herzliches Willkommen beim Aschbacher Gstanzlsinger. Seit vielen Jahren ein Riesenhighlight im Innviertel und darüber hinaus. Vorgetragen werden Geschichten aus dem Leben, garniert mit gutem Essen, viel Humor und einer scharfen Zunge. Ja, das ist auch der Sinn von der ganzen Veranstaltung, dass man dieses so richtiges Programm, das sowohl traditionell wie auch zeitgemäß junge Kinder dabei sind. Genau das macht's aus. Wir kriegen noch ein schweres Unwetter, pass auf, dass sich der Blitz nicht erschluckt. Ein Wetter feiert mir gar nichts, da bin ich nicht hin. Du brauchst mir eine Fläche, zerstrifft der Schote. Fein sein und schlank sein und so kann, heute haben die meisten, das ist für die. Aber derb sein und dann was dastehen auf der Bühne und dann trotzdem so ein wenig Hintersinn einbringen, dass man sagt, ja, das war jetzt doch ein wenig Wahrheit dabei. Und wenn es dann aber wegen derb wird, die Männer, die meinen das schon. Weil meinst du, dass du, wenn die 100 so direkt reichst im Fernsehen sehen, du schaust dann schon selbst aus, wenn du dann einmal was hermachst. Du warst der Mann meiner Träume, ich sage in Gottes Namen, wir braucht man nicht einmal verhüten, weil wir kommen man nicht sagen. Du hast eine scharfe Zunge, das ist dir schon bewusst. Ja, das ist mir schon bewusst, aber ich scheiß mir nichts dagegen, weil wer zum Gstanzlsinger geht und vertragt nichts, soll ja vielleicht ein Kiri. Renate ist super, sie polarisiert irrsinnig also. Es kommen Leute, die kommen nur wegen ihr. Es gibt aber auch einen, die kommen nur wegen ihr nicht. Und die, die sagen, sie kommen nicht wegen der Renate, sag ich mal, weil Gstanzlsinger ist kein Meierndacht. Geht früher wie Merkel von Erdogan Hakim. Ich habe vor, dass ich 2017 das Gstanzlsinger noch einmal mache mit dem Team. Und 2017 bin ich 70. Und da mache ich 30 Jahre das Volksbildungswerk. Und das passt so schön. 70 Jahre alt, 30 Jahre hochkarätige Kulturarbeit, ist zusammen 100er. Na, idealer Zeitpunkt zum Aufhören. Wahrhaft schade, doch bis es soweit ist, kann man auch noch nächstes Jahr das Gstanzlsingen unter der Leitung von Sepp Hintermeier genießen. Die Nacht der Genüsse, ein gemütlicher und unterhaltsamer Abend für Unternehmerinnen und Unternehmer im Bezirk Braunau. Im Gasthof Schüttelbauers wurde nicht nur herrlich gespeist, sondern auch genetzwerkt, was das Zeug hielt. Das Sommerfest der jungen Wirtschaft Braunau war auch heuer wieder ein voller Erfolg. Bei wunderschönem Sommerwetter kamen die zahlreichen Gäste im Gasthof Schüdelbauers zur Nacht der Genüsse zusammen, um zu netzwerken, Erfahrungen auszutauschen und natürlich zu feiern. Sehr, sehr gut. Es ist wieder ein volles Haus. Ich glaube, die Leute haben Spaß und es macht auch wirklich Spaß, wenn man das sieht, dass die Leute Spaß haben. Und ja, der Draht nach oben natürlich gehört dazu vom Wetter her. Aber wir arbeiten das ganze Jahr recht hart und darum dürfen wir, glaube ich, auch mindestens einmal im Jahr eine gescheite Party feiern und dann passt das wieder. Die arbeiten alle fleißig, die schaffen was und die wollen sich ja auch austauschen. Ganz viele junge Unternehmer starten ja auch alleine. Klassische EPUs, von denen man da spricht. Da heißt es, ist umso wichtiger, dass man sich auch in ein Netzwerk trifft, dass man sich austauschen kann. Und wenn dann nur ein Glas Wein dabei ist und eine nette Atmosphäre, so wie heute hier in Braunau, was könnte es Schöneres geben? Wenn man in die Runde reinschaut, das ist wirklich toll. Also das sind Euphorie, Ideen, kluge Köpfe. Also wirklich, da merkt man einfach, da sprudelt es. Und die Begeisterung einfach, das, was machen, das ist das Entscheidende.
Ja, und so ein Netzwerk wie die Junge Wirtschaft ist für alle Unternehmerinnen und Unternehmer nur von Vorteil. Das Motto ist starten statt warten. Das ist ganz wichtig, den Mut haben, wirklich Gas zu geben, den Mut haben, was zu schaffen, den Mut haben, sich was zu beweisen, aber auch der Umwelt was zu beweisen und einfach einmal machen und nicht jammern und nicht sudern, sondern einfach wirklich einmal machen, probieren, tun. Darf auch mal was schief gehen, aber wichtig ist einfach wieder aufstehen, was machen und was schaffen. Da gibt es Leute, die wissen genau, welche Fehler das man nicht machen sollte oder welche Dinge man vielleicht auch gar nicht machen muss. Letztendlich geht es auch darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen als Jungunternehmer, dass wir auch Geschäft machen. Das ist nichts Unanständiges, sondern da geht es um Mundpropaganda, weil das sind tolle Produkte, das sind tolle Unternehmerinnen und Unternehmer und das kann auch die junge Wirtschaft leisten. Also jeder, der glaubt, er hat keine Zeit dafür, schadet sich vielleicht auch, was den Umsatz betrifft. Die Jungen, das ist die Zukunft. Wir brauchen einfach das Netzwerk der jungen Wirtschaft, dass wir einfach wissen, was draußen los ist, dass wir das umsetzen und so. Wir spüren das, ich habe selbst ein Unternehmen, ich weiß, wo der Schuh drückt. Und das ist aber, glaube ich, einfach das Werkzeug, das was wir haben und das, was wir brauchen und was uns stark macht, wenn wir das auch entsprechend umsetzen. Der wundervolle Abend in Braunau fand bei leckerem Essen, interessanten Gesprächen und vielen neuen Ideen einen gemütlichen und lustigen Ausklang. Vor genau 30 Jahren wurde Mattighofen das Stadtrecht verliehen. Beim diesjährigen Stadtfest wurde dieses Jubiläum auch gebührend gefeiert. Für Groß und Klein wurde hier natürlich allerhand geboten. Traditionell stand das Fest nämlich wieder ganz im Zeichen der Familien und der Kinder. Diverse Kinderanimationen, Karussell, Hüpfburg und ein Kletterturm luden die kleinen Besucher zum Ausprobieren und zum Austoben ein. Und auch der kulinarische Genuss kam natürlich keineswegs zu kurz. 30 Jahre Stadt Mattighofen. Darauf können die Mattighofener zu Recht stolz sein. Mit einem großen Stadtfest wurde dieses Jubiläum natürlich gebührend gefeiert. Unzählige Vereine, Gastronomen und viele helfende Hände machten dieses Fest zu einem unvergesslichen Erlebnis für Jung und Alt. Wir haben uns in den 30 Jahren natürlich sehr, sehr weiterentwickelt. Wir waren früher nur Einkaufs- und Kulturstadt. Mittlerweile sind wir eine große Industriestadt geworden und vor allem auch eine Tourismusstadt dank der tollen Landesausstellung 2012. Mattighofen ist im Wachsen. Wir haben super Arbeitsplätze, viele Betriebe. Ich sehe ganz klar KTM, unser Vorzeigebetrieb, und der braucht jede Menge an qualifizierten Arbeitern und die kommen nach Mattighofen. 30 Jahre voller Veränderungen und wirtschaftlichem Aufschwung. Grund genug, um mit Begeisterung und Optimismus in eine ebenso positive Zukunft zu blicken. Ich wünsche Mattighofen eine noch bessere Zukunft wie Vergangenheit. Möge sich diese Stadt weiterentwickeln, möge es Arbeit geben für die Menschen, möge ein gutes und starkes soziales Netz für die Schwächeren immer gespannt sein und möge Bildung und Kultur in dieser Stadt immer einen großen Stellenwert haben. Ich wünsche mir für die Zukunft in Mattighofen erstens einmal, dass alle Gemeindebürger gesund bleiben, das ist für mich das Wichtigste, und dass die Stadt Mattighofen weiterhin einen solchen Aufschwung hat wie derzeit. Der große Denker und Philosoph Karl Jaspers hat einmal gesagt, Heimat ist, wo ich mich wohlfühle, Heimat ist, wo ich nie allein gelassen werde. Und nämlich genau das liegt den Mattighofnern ganz besonders am Herzen, Heimatgefühl und Zusammenhalt. Ich bin aufgewachsen da und ist die beste Gemeinde, was ich kenne. Gefällt mir. Nette Leute, viel bekannte Gesichter. Passt alles, ja. Natürlich bin ich sehr gerne in Mattighofen. Mach sehr viel in Mattighofen, habe sehr viele Veranstaltungen organisiert. Und Mattighofen ist einfach ganz ein cooler Ort zum Leben und zum Wohnen. Es ist eine wunderschöne Stadt und wir haben eigentlich eine ganz gute Versorgung und eigentlich alles in der Umgebung, was man so zum Leben braucht. Weil es da einfach Weil es da einfach so schön ist. Besser kann man es eigentlich gar nicht sagen. Kindermund tut ja bekanntlich, der Wahrheit kommt. Aktion scharf. Wir brauchen Platz fürs neue Sortiment. -40% bis -70% auf hochwertige Ausstellungsware. Nur vom 27. Juni bis 15. Juli. Gupfinger Einrichtung Studio Tischlerei. In Schierding, Linzerstraße 37. Regionalität und Qualität. Das ist das Um und Auf meines Wein- und Delikatessenladens seit seiner Gründung. Denn ich trage gern die Verantwortung für meine Mitarbeiter und den Genuss meiner Kunden. Mein Name ist Susanne Hagerstner und ich bin die Inhaberin der Vinothek Wino in Schärding.
Kopf und Freunde Wirtschaft vertreten ihre Interessen mit Beratung, Service und Networking. Denn unsere Region profitiert von starken Unternehmerinnen. Die Wirtschaft ist weiblich. www.unternehmerin.at Ried im Innkreis ist eine richtige Perle des Innviertels. Auf diesem Fleckchen Erde ist man bemüht, für die Bürgerinnen und Bürger jeglicher Altersgruppen da zu sein und sie mit vielen Annehmlichkeiten und Einrichtungen zu versorgen. In den nächsten Wochen möchten wir Ihnen einige davon näher vorstellen. Heute beginnen wir mit dem Rieder Schwimmbad. Herzlich willkommen im Rieder Schwimmbad! Sommer, Sonne, die Seele baumeln lassen und das mit Freunden genießen. Das Rieder Schwimmbad ist und bleibt ein beliebter Erholungsort in den warmen Monaten des Jahres. Wir haben da 50 Meter Schwimmbecken, große Edelstahlrutschen, was nicht jeder hat, mit 65 Meter, Kinderrutschen, dann Kleinkinderbereich mit Überdachung, das ist was Neues seit voriges Jahr, wo so ein Teil praktisch mit Sonnensäge ausgelegt ist. Der 1- bzw. 3-Meter-Turm, ein Beachvolleyballplatz und ein Wurzeltisch machen das umfangreiche Angebot komplett. Vom Turmspringer. Mir gefällt auch das vom Turmspringer. Tauchen. Vom Turmspringer. Tauchen. Rutschen. Rutschen. Bei Schönwetter kann man das Rieder Freibad täglich von 9 bis 19.30 Uhr besuchen. Es gibt auch reichlich zu essen. Warm oder kalt, Süßspeisen oder Getränke. Was das Herz begehrt. Super. Es ist sehr cool da, wegen der Rutsche, wegen dem Springturm. 1 und 3er. Ich und er können schon Köpfler. Und das ist voll cool. Und ich kann ein bisschen, aber ich bin doch kein Profi. Meine zwei Freunde sind Profi, also bitte. Und ich mag's, ja, doch immer so gern. Das gefällt mir einfach. Das Rieder Freibad ist eine Sport-, Erholungs- und Freizeitanlage, die bei Jung und Alt beliebt ist und gleichermaßen punktet. So richtig ist er ja noch nicht angekommen, der Sommer, aber es reichen auch schon ein paar heiße Tage, um die erholsame Nachtruhe zu beeinträchtigen. Was tun, damit es beim Schlafen nicht zu heiß wird? Bettenprofi Ammerer hat die richtigen Tipps und sommerlich heiße Preise im Sommerschlussverkauf. Auch wenn die Temperaturen in diesem Sommer bisher keine sommerlichen Höhenflüge erreichen, im Schlafzimmer wird's wärmer. Wohltuender Sommerschlaf, Bettenprofi Ammerer weiß, wie's geht. Untertags Jalousien runter, damit Sonne zu einer scheint. Auf die Nacht Fenster auf, dass es wieder ausgedruckte Hitzen. Und vorm Schlafen gehen, lauwarm duschen, nicht zu kalt, sonst hat sie den Körper wieder künstlich auf. Im Bett am besten leichte, kühlende Materialien. Ja, und damit ich nicht knockout schlafe, hole ich mir natürlich die richtige Zudeckung beim Ammerer. Unser liebstes Material in dem Sommer ist der Tencel, nimmt sehr viel Feuchtigkeit auf, ist kühlend, transportiert den Schweiß super ab und gibt es in alle Variationen. Zum Beispiel jetzt aus Tencel-Steppdecken um 29,95 schon, gibt es auch noch bessere Qualitäten. Und aus Antikopfschweißpolster, gerade bei den Maunas sehr gefragt. Der richtige Kopfpolster zum günstigen Preis. Im Bettenprofi Ammerer Sommerschlussverkauf ist der schnell gefunden. Ein besonderes Schnäppchen möchte ich jetzt schon noch außerheben. Das ist unser 3-Kammer-Polstern, also ein Federn-Polstern. Außen sehr, sehr weich, total angenehmer Polster. Innen hat es eine extra Stütze und man sieht schon von dem Preis her 29,99. Das ist wirklich ein Wahnsinn, dass wir das zusammengebracht haben in dem Sommer. Und drüber am besten die richtige Bettwäsche, damit es im Schlafzimmer dann doch nicht allzu sehr abkühlt.
Ja, einerseits geht es ums Material, dass ich ein kühlendes Tänzel oder eine kühlende Baumwoll verwende, auch bei den Bettwäschen. Aber es muss natürlich auch ein Gaudi machen im Bett. Also von dem her, da wird es eine Romantik-Bettwäsche. Stimmung ist das Allerwichtigste im Bett. Und 1999, das ist wirklich ein toller Preis. Ob für Schlafzimmer oder Bad, die große Auswahl bei Bettenprofi Ammerer bringt heuer besonders viele Schnäppchen. Stark reduziert auch Qualitätsfrotteeware von Vossen. Streicheleinheiten für sonnenverbrannte Haut in kräftigen Farben zu sensationell günstigen Preisen. Sommerlich hohe Temperaturen bringen bei Bettenprofi Ammerer also besonders niedrige Preise. Und das bei gewohnter Ammerer Beratungsqualität. Ja, als Fachgeschäft bietet man natürlich jedem eine individuell richtige Beratung, dass wir die richtige zudecken, den richtigen Polster für sie finden und jetzt im Schlussverkauf zu Wahnsinnspreisen. Das gilt natürlich auch für das große Matratzensortiment. Die Bandscheibenmatratze Bellanova, die gibt es jetzt zum Beispiel um ganze 100 Euro billiger. Inklusive Liegediagnose, Lieferservice und Altmatratzenentsorgung. Bettenprofi Ammerer. Und angenehme Sommernächte sind garantiert. Ammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Schärding, Braunau, Griskirchen, Gmunden, Kirchdorf, Mauthausen, Salzburg, Everding und Mattighofen. 24 Stunden geöffnet ist Ammerer im Internet unter www.ammerer.com. Feiern Sie gemeinsam mit der BMW Group die nächsten 100 Jahre und profitieren Sie von den interessanten Angeboten. Autohaus Hütter in Braunau, Ihr Partner für Freude am Fahren. Sie wollen Mitarbeiter für Ihr Unternehmen begeistern oder Ihr Event festhalten? Egal auf welcher Plattform, ein Video von HT1 macht's möglich. Damit haben wir unsere informative und unterhaltsame Rundreise durch das Innviertel beendet. Eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder im schönen Hausruck. Das Geschehen auf HT1 wird Ihnen präsentiert von Max Center. Best Jobs Inside. Und da sind wir schon wieder, und zwar mit News aus den Bezirken Christkirchen und Everding. Die Fachschule Weizenkirchen bot heuer den Absolventen der landwirtschaftlichen Fachschulen in Oberösterreich an, die Matura innerhalb von einem Jahr zu machen. Und dieses Experiment stellte sich als äußerst erfolgreich heraus. Bildung ist besonders im ländlichen Raum sehr wichtig und darum hat die Fachschule Weizenkirchen heuer das erste Mal den Absolventen der landwirtschaftlichen Fachschulen in Oberösterreich die Möglichkeit gegeben, innerhalb von einem Jahr die Matura zu absolvieren. Mir ist eigentlich darum gegangen, Bildung ist einfach ganz was Wichtiges und mir ist überhaupt nicht eingegangen, warum in vielen anderen Berufsgruppen die Lehre mit Matura, das ist damals so ein Erfolgsweg gewesen im Prinzip. Und in der Landwirtschaft hat es das nicht gegeben und war einfach nicht möglich in Oberösterreich. Und dann habe ich gesagt, da muss man was finden, da wir das auf die Wege bringen. Begonnen hat das vor 6 Jahren, 2010, da hat der Reinhard Steiner, der damalige Bezirksbauernkammerobmann, die Vision gehabt. Es wäre doch schön, wenn wir berufsreife Kurse in Weizenkirchen anbieten könnten, weil in Hollerbrunn in Niederösterreich gibt es das auch. Und damals hat der Weg begonnen, wir haben diese Vision aufgegriffen, haben uns in Niederösterreich einmal schlau gemacht und haben dann begonnen, Schritt um Schritt das Thema zu entwickeln. Und gemeinsam im Landesrat Max Higgelsberger, auch mit der Landesrätin Doris Humer, ist es dann gelungen, das tatsächlich umzusetzen. Ja, wir sind schon sehr, sehr stolz drauf. Das ist eigentlich eine Erwartung, mit dem hat man nie wirklich gerechnet, dass es mal in Weizenkirchen möglich sein wird. Aber man sieht schon, wenn Personen wie zum Beispiel der Direktor Raab da am Werk sind, da lässt sich auch sehr, sehr viel machen und sehr viel erreichen. Ja, da bin ich schon stolz drauf, weil es war auf jeden Fall ein Experiment und wir haben nicht gewusst, ob uns das so aufgeht, wie wir uns das gewünscht und geplant gehabt haben. Es ist gelungen und da ist man klarerweise stolz. Ja, die Erwartungen sind mehr als erfüllt worden.
Wir haben ja intensiv ein ganzes Jahr daran gearbeitet. Die Jugendlichen vor allem, sie haben sich vorbereitet. In den letzten Wochen und Monaten waren die schriftlichen und auch dann die mündlichen Prüfungen und wir waren begeistert von den Leistungen, die wir gesehen und gehört haben. Aber auch die 26 Maturantinnen und Maturanten können stolz auf sich und ihre erbrachte Leistung sein. Naja, und zu einer erfolgreichen Matura gehört doch auch ein gelungener Maturastreich. Wir haben uns überlegt, dass wir die ganze Schule ein bisschen unzugänglich machen und haben 5 Kilometer Absperrband verbraucht. Und haben Plakate geschrieben, haben das Klassenzimmer mit Heubünken aufgestapelt. Also es war recht lustig. Gemütlich auf der Couch sitzen, entspannen und nicht mehr aufstehen müssen, um das Licht abzudrehen, die Heizung wärmer zu stellen oder den Herd abzuschalten. Das wird mittels Smart Home möglich, denn die Digitalisierung zieht nun auch in die eigenen 4 Wände ein. Die Alarmanlage aktivieren, die Heizung zurückdrehen, die Jalousien runterlassen oder die Stromerzeugung der eigenen Photovoltaikanlage auswerten und optimieren. Und das alles per Smartphone. Was für viele utopisch klingt, ist bereits heute Realität. Sogenannte Smart-Home-Systeme boomen und die verbinden Haustechnik und Haushaltsgeräte. Alles, was man dafür benötigt, steckt in der sogenannten Smart-Powerbox. Wir sehen das quer durch die Welt, in Asien, in Europa, in den USA, auch hier bei uns in Österreich, dass immer mehr Häuser intelligent gemacht werden. Sie haben sozusagen einen Taster bei der Haustür, so einen All-Out-Taster, da drücken Sie drauf und alle Lichter im Haus gehen, wenn Sie das Haus verlassen, verlässlich aus. Da geht es um Lichtsteuerung, da geht es um Situationen, wo Sie Jalousien mit dem Sonneneinstrahlungssystem steuern. Mittels Smart Powerbox lässt sich dann nicht nur der Stromverbrauch messen, sondern auch einzelne Stromfresser werden entdeckt. Es ist das erste Smart Home System, das den intelligenten Stromzähler, den sogenannten Smart Meter, direkt mit einbindet. Der herkömmliche Zähler, der zählt einfach sozusagen stupid vor sich hin den Verbrauch. Der intelligente Zähler misst ganz genau, zu welcher Zeit sie wie viel verbrauchen und vor allem, er ist digital. Neben der Steuerung vieler Haushaltsgeräte geht der Trend damit auch in Richtung Energiesparen. Wir wissen, dass diejenigen Kundinnen und Kunden, die über ihren Verbrauch gut Bescheid wissen, Energie viel effizienter einsetzen können. Die Menschen haben ein Bewusstsein entwickelt für die Ökologie, für ihren ökologischen Fußabdruck und vor allem schauen die Menschen auf ihr Geldbörserl. Rund 200.000 der Smart Meter gibt es im ganzen Land bereits. Verbreitet werden sie durch die Netz Oberösterreich. Sobald ein digitaler Zähler vorhanden ist, kann man mit der Smart Powerbox sein Haus zu einem Smart Home nachrüsten. Stromkosten sparen geht aber auch mit flexiblem Zeitmanagement. So kann etwa mittels Smart Power dann eine Waschmaschine eingeschaltet werden, wenn der Strom am günstigsten ist. Dazu gibt's eigene Preismodelle. Smart Day and Night, da ist der Strom am Abend günstiger als tagsüber. Und Smart Time Weekend, da ist am Wochenende der Strom günstiger. Und wenn Sie es dann schaffen, mehrere Ihrer Verbraucher in diese noch günstigeren Zeitzonen zu bringen, dann sparen Sie einfach bares Geld. Mehr Informationen zu Smart Power gibt's unter www.energieag.at/smartpower. Trag den Sommer, tanz die Nacht, fühl den Traum. Das ist unser Motto beim diesjährigen Sommernachtstraum. Nimm deine Freunde mit und feiere mit der jungen Wirtschaft Christkirchen. 22. Juli, Schloss Tolet. Der Sommernachtstraum der jungen Wirtschaft Grieskirchen. Beginn 20 Uhr. Von 9. bis 10. Juli ist es wieder soweit. Dann findet der 24-Stunden-Radmarathon mit vielen Highlights und tollem Rahmenprogramm in Grieskirchen statt. Also lassen Sie sich das Rad-Event des Jahres nicht entgehen. Mehr Infos unter www.radmarathon-grieskirchen.at. Über einen tollen Erfolg kann sich Gabriele Handstanger von der Firma Medevo in Wallern freuen. Sie erhielt den Wirtschaftspreis Pegasus in Gold in der Kategorie Frau in führender Position. Dazu und zum 25-jährigen Firmenjubiläum gratulierten Frau in der Wirtschaftsbezirksvorsitzende Ulrike Steinmassel, Wirtschaftskammerobmann Laurenz Pöttinger und Wirtschaftskammerleiter Hans Moser ganz herzlich.
Das lange Warten hat für die Geboldskirchner nun endlich ein Ende. Mit der Eröffnung des neu errichteten Feuerwehrhauses ging für sie ein großer Wunsch in Erfüllung. Nicht weniger als 15 Jahre hat es nämlich gedauert, bis es jetzt seine Pforten öffnete und das auch noch zum 140-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Geboldskirchen. Da war die Freude natürlich gleich doppelt so groß. Viele Jahre hat es gedauert. Nun ist es endlich fertig, das neue Feuerwehrhaus in Geboldskirchen. Ich bin sehr, sehr froh, dass das jetzt wirklich was geworden ist. Wir haben schon die massive Probleme gehabt einmal im Feuerwehrhaus. Da sind schon Fenster zugespackt worden, weil sie einfach schon nicht mehr dicht waren und nicht mehr gehalten haben. Voriges Jahr ist einmal eine Glasscheibe rausgefallen. Also es war wirklich, mir fällt wirklich auch ein Stein vom Herzen, dass wir jetzt wirklich das vollzogen haben. Morsche Fenster, fehlendes Warmwasser und keine Heizung. All das erschwerte die Arbeiten der Kameraden ungemein. Wir haben im alten Einsatzgebäude nur einen einzigen Raum gehabt, der beheizbar war. Das war der Kommandoraum. Da haben wir sogar noch die Atemschutzmasken getrocknet über die Lehnen von den Sitze. Also es war ein Klo, hat es nicht einmal gegeben, ein funktionierendes über den Winter. Und. Also in jeglicher Hinsicht ist das natürlich ein entsprechender Zugewinn jetzt mit dem Neubau. Freiwilligkeit ist ein hohes Gut in unserer Gesellschaft. Diese zu unterstützen, ist eine Investition, die uns im Notfall tausendfach zurückgegeben wird. Ja, weil die Feuerwehren ein Garant dafür sind, wenn etwas passiert, dass sie jederzeit zur Stelle sind. Und die Feuerwehren sind in allen Bereichen von Katastrophen im Einsatz. Und darum sind die Freiwilligen Feuerwehren für mich eine ganz wichtige Institution und die werde ich auch in Zukunft so gut es geht nach bestem Wissen und Gewissen unterstützen. Freiwilligenarbeit ist etwas, was ich von mir vom Herzen gebe, ohne die Bezahlung, sondern eigentlich nur dafür, dass ich eben Gesellschaft mit anderen habe und der Gesellschaft auch diene. Und ich denke, das ist es schon wert, dass man die Feuerwehr oder alle, die freiwillig arbeiten, lohnt. Und weil geteilte Freude bekanntlich doppelte Freude ist, kamen zur Eröffnung gleich zahlreiche Gratulanten und Feuerwehrmitglieder aus den umliegenden Gemeinden. Den Geboldskirchner Feuerwehren möchte ich erstens mal recht herzlich gratulieren zu diesem wunderbaren Gebäude und natürlich zu dem 140-jährigen Jubiläum. Ich glaube, das Feuerwehrhaus ist sehr gut gelungen und zu denen gratuliere ich Ihnen. Wir wünschen natürlich alles Gute in dem neuen lang ersehnten Feuerwehrhaus, eine Heimstätte, auch für die Jugend sehr groß, weil an den Zukunft, an den Nachwuchs ist die Zukunft nicht gesichert und da hätten wir Probleme. Im Anschluss an die Eröffnung wurde in Geboldskirchen noch so richtig zünftig gefeiert, wie es sich für einen waschechten Feuerwehrmann ja auch gehört. Für den Turnus von 28. Juli bis 15. September sucht das Panzerbataillon 14 in Wels junge Österreicher, die den Grundwehrdienst absolviert haben und in einer Milizfunktion tätig sind oder tätig sein wollen, zur Unterstützung der Berufssoldaten und Grundwehrdiener an der Grenze. Die Verdienstmöglichkeiten betragen für einfache Funktionen 2.800 Euro brutto für netto. Wenn Sie Interesse daran haben, melden Sie sich beim Kommando Panzerbataillon 14, Major Christian Brunmeier oder Vizeleutnant Ottmar Brunneder unter der Telefonnummer 050201 43 31 300 oder 0664 622 78 38. Wer ein Unternehmen führt und auch in Zukunft bestehen will, muss innovativ sein. Das gilt sowohl für unsere Produkte aus der Region, für deren Vermarktung und für die Ausbildung unserer Mitarbeiter. Mein Name ist Renate Otzelberger. Ich bin Geschäftsführerin der Fleischerei Otzelberger in Hartkirchen. Wir von Frau in der Wirtschaft vertreten Ihre Interessen mit Beratung, Service und Netzwerken. Denn unsere Region profitiert von starken Unternehmerinnen. Die Wirtschaft ist weiblich. www.unternehmerin.at Wo stehen wir im Mittelpunkt? Im Bildungsland Oberösterreich arbeiten wir für moderne Schulen, motivierte Lehrkräfte und eine zeitgemäße Pädagogik. Damit bieten wir unseren Kindern eine chancenreiche Zukunft. Ihr Landeshauptmann Stellvertreter. Das war's für heute wieder von uns für Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Danke, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zusehen, alles Gute, bleiben Sie uns gewogen, passen Sie gut auf sich auf
und bis zum nächsten Mal bei HT1 und News aus Ihrer Region.